Heute habe ich für die Erdinger Torjäger Julian Bösinger vom SV Odelshausen. Julian, servus und stell dich mal kurz vor. Ja, servus an alle. Also ich bin der Julian, bin 20 Jahre alt und spiele beim SV Odelshausen. Bin da in der Jugend schon gewesen, dann über ein paar Stationen war ich dann woanders und bin jetzt wieder zum Herrenbereich zurückgewechselt und versuche da jetzt das Beste rauszuholen. Jawohl, zur Winterpause seid ihr ganz vorne an der Ligaspitze. Wie hast du denn die Zeit bis zur Winterpause gesehen? Ich fand es eine mega geile Zeit. Also die Hinrunde war sehr geil. Wir haben ja bis auf zwei Spiele alles gewinnen können. Und ja, es hat Spaß gemacht und wir freuen uns alle umso mehr, jetzt wieder auf die Rückrunde wieder Gas geben zu können, angreifen zu können. Und ich habe Bock. So soll es sein. Wie war es denn für dich persönlich? Du bist ja nicht nur mit dem Team ganz oben, sondern auch an der Torschützenliste bist du ganz oben mit ganzen 17 Toren in 11 Spielen. Ja, genau. Letztes Jahr lief es nicht ganz so gut für mich in der Hinrunde. Da hat es, glaube ich, bestimmt 7, 8 Spiele gedauert, bis dann mal das erste Tor gefallen ist. Und diesmal dann direkt im ersten Spiel, wo ich dabei war, der Hattrick. Und so hat sich das dann im Laufe der Hinrunde gezogen. Und ich bin mega froh drüber, dass es so gut gelaufen ist, weil ich ja in jedem Spiel dann fast getroffen habe. Und es hat sich mega gut angefühlt. Und dann kam auch irgendwann das Selbstvertrauen und dadurch hat man dann vielleicht auch mal das eine oder andere Tor leichter geschossen als vielleicht zu einem Moment, wenn man sagt, okay, bis jetzt noch kein Tor gemacht diese Saison, wenn ich dann jetzt nicht reinmache, dann läuft es weiter so, sondern da lief es dann doch mal anders, wenn man mit dem Tor im Rücken, die man schon hat, allein vielleicht zum Beispiel auf den Torwart zuläuft oder dann mal eine schwere Situation hat. Wie war es dann in der Vorbereitung für dich? Also wenn du sagst, mit dem Hattrick ist der Knoten geplatzt, war die Vorbereitung dann für dich auch schon so zufriedenstellend, dass du dieses Gefühl sozusagen von, ja, jetzt klappt es richtig gut, von Anfang an drin hattest oder ist der Knoten wirklich erst beim Hattrick geplatzt? Nee, in der Vorbereitung lief es tatsächlich auch schon ganz, ganz gut. Wenn ich gespielt habe und nicht gerade im Urlaub war zum Beispiel, dann lief es auf jeden Fall, dann habe ich auch getroffen. Und das war auch dann, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt, dass es dann so gut gelaufen ist in der Hinrunde. Ja, und es lief ja richtig gut. Ich habe es vorher schon angesprochen. Du konntest zwei Spiele in der Hinrunde nicht machen, wie du selbst gesagt hast, und hast statt 13 Spiele in 11 Spielen, aber trotzdem 17 Tore gemacht. Und mit dieser guten Torquote bist du natürlich auch Kandidat für die Erdinger Torjäger und hast am Ende der Saison die Möglichkeit, 15 Kästen Erdinger Weißbier zu gewinnen. An Erdinger, please. Weißbier ist Wochenende. So schaut's aus. Julian, du hast gesagt, natürlich ist der Knoten geplatzt, das Mentale hat dir geholfen. Was sind denn sonst noch deine Stärken auf dem Platz, wo du durch so viele Tore schießt? Also ich würde sagen, meine Stärken sind auf jeden Fall die Übersicht am Ball und das schnelle Umschalten, wobei ich dann auch meine Mitspieler in Szene setzen kann, zum Beispiel über die Außen oder dann auch mein Stürmer vor mir. Ich glaube, das sind so Sachen, die mich ausmachen und die mich stark machen. Wenn du jetzt gerade schon sagst, das Umschaltspiel gefällt dir sehr gut, beziehungsweise du magst es gerne, deine Kollegen auf dem Flügel auch mit reinzubringen. Wir hatten jetzt auch viele, viele von den Erdinger Torjägern, die auch auf der 10 spielen. Spielst du auch auf der 10 oder bist du doch ganz vorne im Zentrum? Also aufgeschrieben werde ich immer auf der 10 von meinem Trainer. Allerdings ist es so zwischen mir und unserem Stürmer, dass wir uns durchaus mal abwechseln oder es auch mal Spiele gibt, wo doch ich dann eher den Stürmer mache. Aber grundsätzlich bin ich eher der Zehner oder die Zehnerposition bei uns. Und je nach Spiel oder je nach Spielverlauf wechselt es dann auch mal. Also kannst du es mit deinem Kollegen quasi dann auch flexibel gestalten. Genau. Ist auf jeden Fall eine Stärke. Wenn wir schon gerade bei den Stärken waren, kommen wir vielleicht mal zu den Schwächen. Was würdest du denn sagen, woran hapert es vielleicht in dem einen oder anderen Spiel, in der einen oder anderen Situation noch? Was würdest du denn gerne verbessern? Also ich glaube, dass ich mich auf jeden Fall noch verbessern kann in dem Punkt mit nach hinten arbeiten oder auch Zweikampfverhalten. Da merke ich doch schon oft, dass es dann eben mal so ist, dass ich, obwohl ich als Zehner aufgestellt bin, eher den Stürmerpart übernehme und mein Stürmerpartner quasi dann mehr läuft oder mehr nach hinten arbeitet. Da könnte ich ihn vielleicht dann auch noch mal das ein oder andere Mal unterstützen und auch mal mit nach hinten arbeiten oder auch mal noch den notwendigen Zweikampf führen.
Ich glaube, das ist so das, was ich mir für die Rückrunde noch vornehmen sollte, wo ich mich verbessern könnte. Das könnt ihr natürlich auch in der Vorbereitung lösen. In der Vorbereitung ist natürlich jetzt, gerade während Corona, bei vielen Vereinen ganz unterschiedlich. Manche hören komplett auf, manche trainieren weiter. Wie ist es bei euch im Verein? Wie handhabt ihr das? Also wir hatten geplant, ins Hallentraining zu gehen. Allerdings haben wir das jetzt doch nicht gemacht, auch aufgrund Corona natürlich. Weil wir, wenn wir die Halle buchen, dann immer die ganze Halle buchen müssen und das dann auch zahlen müssen. Und wenn es dann bei ein paar Leuten nicht funktioniert mit der Arbeit oder krankheitsbedingt oder so, dann lohnt sich das fast nicht, die ganze Halle zu nehmen. Und dann zahlt man umsonst. Und deswegen haben wir jetzt die Hallensaison quasi nicht mitgemacht. Aber trotzdem denke ich, dass jeder individuell für sich ein bisschen was macht, laufen geht, ins Fitnessstudio geht. Und dann wird Ende Februar ein Trainingslager stattfinden und Anfang Februar geht dann die Vorbereitung bei uns als Team wieder los. Genau. Ja, Trainingslager ist ja jetzt auch auf jeden Fall ein cooles Projekt. Wo geht's denn hin? Also macht ihr das vor Ort? Macht ihr das bei euch im Verein oder fahrt ihr dafür irgendwo hin? Da geht es an Gardasee. Vor 2 Jahren, glaube ich, war, nee, jetzt muss ich rechnen mit Corona. Vor Corona, also 2019 muss es dann gewesen sein, da war noch ein Trainingslager am Gardasee, dann 2020 wurde es dann kurzfristig noch abgesagt und ich glaube, letztes Jahr wurde gar nicht dran gedacht. Und dieses Jahr hoffen wir, dass es wieder funktioniert und dass man da ins Trainingslager fahren kann. Ja, mega coole Sache auf jeden Fall. Wie lange seid ihr denn da? Das müssten vom Mittwoch bis Sonntag sein, also 5 Tage, glaube ich, sind es, ja. Und wie oft habt ihr dann Training pro Tag? Das weiß ich noch gar nicht, das wird sich unser Trainer noch überlegen. Aber ich schätze mal so, ja, zweimal am Tag oder vielleicht auch mal bei dreimal, je nachdem. Ja, ist auf jeden Fall mega cool, auch um eine Mannschaft nochmal zusammenzuschweißen. Du hast gerade gesagt, jeder macht für sich was individuell jetzt in der Vorbereitung bis zum Februar. Wie schaut es da bei dir aus? Machst du was, beziehungsweise wann startest du? Also ich habe mir vorgenommen, jetzt ab Januar regelmäßig laufen zu gehen. Und dann vielleicht ab und zu, also bin jetzt nicht so der in der Woche zweimal ins Gym geht oder ins Fitness. Ich habe noch nie so wirklich den Reiz am Fitnessstudio gehabt. Wenn, dann gehe ich eher laufen und mache dann zu Hause noch ein paar Liegestütze oder Sit-ups oder je nachdem. Genau, das habe ich mir jetzt für den Januar vorgenommen, dass ich das mache, dass ich dann nicht bei null in die Vorbereitung starte. Jawohl. Mit dem Gardasee habt ihr natürlich eigentlich fast dann doch noch eine optimale Vorbereitung in Zeiten von Corona, würde ich jetzt mal sagen. Schauen wir doch gleich auf die Rückrunde und auf die verbleibende Saison. Was habt denn ihr jetzt? Ihr seid Erster mit dem Team. Habt ihr das Ziel, Meistertitel, auch vor der Saison schon gehabt? Beziehungsweise was sind die, Ziele jetzt in der Winterpause? Also wir hatten ja in den letzten 2 Jahren, beziehungsweise vor 2 Jahren, haben wir schon oben mitgespielt. Hat dann am Ende leider nicht mehr ganz gereicht, wo wir noch auf dem dritten Platz waren. Dann letztes Jahr sind wir sehr stark in die Rückrunde gestartet. Doch, es war schon die Rückrunde. Und dann wurde sie abgebrochen aufgrund von Corona. Und dieses Jahr war dann auf jeden Fall die Zielsetzung Aufstieg zurück in die Kreisklasse, wo die erste Mannschaft ja schon längere Zeit gespielt hat. Und das war auf jeden Fall das Ziel. Und ich denke, nach der Hinrunde ist auch das Ziel Meisterschaft gesetzt. Und wenn das am Ende dann doch nicht klappen sollte, dann auf jeden Fall der Aufstieg. Also wir wollen auf jeden Fall wieder nach oben. Das wäre auf jeden Fall ein Erfolg. Ein individueller Erfolg für dich wäre natürlich zum einen auch einmal die Torjägerkanone jetzt in der Liga intern. Auf der anderen Seite natürlich schwebt ja auch noch der, ich sage jetzt mal, der Preis von den 15 Kästen Weißbier. Was sind denn deine persönlichen Ziele für die Rückrunde? Also meine Ziele sind auf jeden Fall der Mannschaft dabei zu helfen, dieses Mannschaftsziel wieder zu erreichen. Natürlich mit Toren, aber auch mit Vorlagen. Und wenn es dann am Ende klappt mit den 15-jährigen Weißbierkästen, dann würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Also da sage ich dann nicht nein. Das wäre auf jeden Fall ein Schmankerl, sage ich jetzt mal, zum Ende der Saison. Und hoffentlich dann zusammen mit einer Meisterfeier. Das wäre natürlich genial. Da könnte man ihn natürlich dann auch gleichzeitig mit der Mannschaft trinken, Genau, richtig? ja. So schaut's aus. Julian, hast du noch was, was du loswerden willst? Willst du noch jemanden grüßen?
Ja, ich grüße die ganze Mannschaft, auch die Mannschaft von der zweiten, die alle gerade vielleicht zuschauen oder sich im Nachhinein anschauen. Und ich freue mich auf eine geile Rückrunde mit euch. So schaut's aus. Julian, ich bedanke mich bei dir für deine Zeit, für das coole Interview. Auch danke an alle Zuschauer, die wieder eingeschaltet haben. Heute war wieder einiges was los. Und bis bald. Ciao. Danke. Ciao.